Die Nosferatu-Spinne, ein Mythos oder Realität? Warum sie die geheimnisvollste Kreatur Deutschlands ist und welche schockierenden Wahrheiten du nicht glauben wirst. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise in die dunkle und mysteriöse Welt der Nosferatu-Spinne. Ist sie nur ein Mythos, der in den Schatten der deutschen Folklore lauert, oder handelt es sich um eine Realität, die dich schaudern lässt? In den nächsten Minuten werden wir die Geheimnisse dieser faszinierenden Kreatur enthüllen und schockierende Wahrheiten präsentieren, die selbst die skeptischsten unter euch zum Staunen bringen werden. Die Legende der Nosferatu-Spinne hat ihren Ursprung in den tiefen Wäldern Deutschlands, wo sich alte Mythen und moderne Wissenschaft vermischen. Schon seit Jahrhunderten erzählen sich die Menschen Geschichten über ein geheimnisvolles Wesen, das in der Dunkelheit lauert. Eine Kreatur, die aussieht wie eine gewöhnliche Spinne, jedoch mit einer unheimlichen Ausstrahlung. Aber was steckt wirklich hinter diesem Mythos? Die Nosferatu-Spinne ist eine Spezies, die in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht. Es gibt Berichte über ihre Existenz, doch bislang gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Es könnte sich um eine Mischung aus Überlieferung und Realität handeln. Aber das ist nicht alles. Viele Menschen berichten von mysteriösen Begegnungen mit dieser Kreatur. Einige behaupten, sie hätten die Nosferatu-Spinne in ihrem Garten gesehen, während andere von ihrer angeblichen Fähigkeit sprechen, sich unsichtbar zu machen. Könnte es sein, dass wir es hier mit einer bislang unbekannten Spezies zu tun haben? Ein weiterer erschreckender Aspekt der Nosferatu-Spinne ist die Verbindung zu dunklen Legenden und Aberglauben. In einigen ländlichen Regionen Deutschlands wird sie mit Unglück und bösen Vorzeichen in Verbindung gebracht. Die Menschen glauben, dass ihr Erscheinen das Ende einer glücklichen Zeit ankündigt. Aber wie viel Wahrheit steckt wirklich in diesen Aberglauben? Laut den Überlieferungen soll die Nosferatu-Spinne eine unheimliche Erscheinung haben. Große, leuchtende Augen und ein Körper, der in der Dunkelheit schimmert. Einige Wissenschaftler vermuten, dass es sich um eine noch nicht klassifizierte Spinnenart handeln könnte, die sich perfekt an ihre Umgebung angepasst hat. Aber wie könnte eine solche Kreatur unentdeckt bleiben? Was denkt ihr, liebe Zuschauer? Ist die Nosferatu-Spinne ein Mythos, der in den Köpfen der Menschen lebt? Oder handelt es sich um eine unbekannte Realität, die sich in den Schatten versteckt? Wir möchten eure Meinungen hören. Habt ihr selbst schon einmal von dieser Kreatur gehört? Oder sogar eine Begegnung gehabt? Teilt eure Geschichten in den Kommentaren und lasst uns gemeinsam mehr über diese geheimnisvolle Spinne herausfinden.